Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzl und wir befinden uns auch heute wieder auf der Map Niemandsland. Und heute möchte ich gerne meine neue Produktion einfahren. Das mache ich mit euch zusammen. Der Sammelwagen ist auf der neuen Wiese bereits dabei, das Gras zu sammeln. Aber ich schaffe das jetzt erstmal in den Fermenter rein. Dann hat der erstmal schon zu tun. Und wenn ich jetzt mal die Anzeigen anmache, ihr seht, wir sind bei 17.12 Uhr im Oktober. Es dauert nicht mehr lange. Die Lampen sind schon teilweise angegangen, wenn man sich hier so umschaut. An den Hallen und so. Also, Nachtschicht will ich nicht machen. Wir werden uns mal beeilen. Und ich denke, dass der mit dem Gras auch fertig wird. Ich mache jetzt erstmal den Editor an und muss jetzt genau überlegen, wie ich jetzt vorgehe. Weiß es noch nicht ganz genau. So, wie haben wir das denn hier überhaupt an der Seite hier? Aha, hier rechts kommen wir zurück. Und hier fahren wir hoch. Na, das bietet sich ja geradezu an. Da habe ich die grüne Ecke hier auch verkehrt gemacht. Okay, das macht ja nichts. Ne, hier kommen die auch runter. Beide Seiten kommen hier runter. Sehe ich gerade. Da muss man das anders machen. Warum habe ich das überhaupt? Achso, die zweite Linie ist später entstanden, weil ich, wo ich das Feld da unten hatte. Und hier rechts, das ist ja für die Grastrocknung hier die Linie. Und wenn man von da aus kommt, muss man ja hier zurück, ganz genau. Ja, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ich habe das jetzt fast nicht gesehen, dass das hier auch nach unten geht. Gut. Dann mache ich das mal ganz anders. Dann fangen wir das anders an. Jawohl. Also, ich muss erst mal hier rüber. Ich werde erst mal... Ja, wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage. Haha. Das wird nicht einfach. Ich hätte sie vielleicht andersrum hinstellen sollen. Umdrehen. Aber egal, so kriegen wir es auch irgendwie gebacken. Ich müsste hier... Ach ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Jawohl. Ich mache dieses Stück Linie hier blau. Dann kommen wir damit zurecht. Muss ich den mal ein Stück weiter hier hochstellen? So, dann werden wir mal gucken. Es muss ja nicht die ganze Strecke in blau sein, aber ein ganzes Stück weit schon. So, das Stück hier auch noch. Naja, machen wir das nächste auch noch. So. Und hier vielleicht auch noch. Das hängt zusammen. Okay, das hängt auch noch dazu. Gut. Jetzt haben wir das alles in blau. So, da können wir jetzt doch dann hier anbinden. Ich ziehe den einen Punkt, oder ich nehme den hier vorne, dann ziehe ich den ein bisschen weiter hoch. Oder ich nehme den, der, ich glaube, der ist besser. Ich muss ja dort rückwärts versuchen ranzukommen. Ja, ich werde mal schauen, dass ich den verwende. Erstmal gehe ich ans Anliefern. Abholen werde ich wohl nicht brauchen, das werde ich wahrscheinlich automatisch verteilen. Jetzt muss ich aber hier vorne das Fenster erstmal wegnehmen, das brauche ich nicht. Na, mal gucken, ob mir das gelingt. So, dann muss ich hier rüber. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der Trigger? Vielleicht brauche ich gar nicht rückwärts. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da kann ich doch durchfahren. Guckt euch an. Ah, was wollen wir denn mehr? Dann mache ich das doch so. Ein Punkt. Ja. So, wie nennt sich das jetzt genau? Mineralfutter? Fabrik oder Herstellung? Ich mache Fabrik draus.
anliefern. Jawohl. Gut. Und dann können wir ja hier vorne wieder zurück. So, ich denke mal von da aus, das sollte ausreichen. Jetzt stelle ich den mal ein Stück weiter hier vor. So, die können von dort nach dort abhauen. Und die können aber auch in die andere Richtung davon düsen. So, da kommen die überall hin. Das hätten wir schon mal, die Anlieferung für das. Jetzt muss ich natürlich hier noch die Anbindung machen, damit die auch von hier vorne aus hier hoch können. Dafür stelle ich den jetzt mal hier hin. So, hier muss ich die Anbindung natürlich auch noch machen, ganz klar. Sonst wird das nichts. So, und jetzt von hier aus. Was haben wir hier für Punkte zur Verfügung? Okay, nicht viel. Da gehe ich von hier aus. Ich hoffe, dass das klappt. Ich mache das nicht gerne, wenn ich einen Punkt für zwei Linien nehme, aber probieren wir es aus. So, dann können die von hier aus dahin kommen. Aber von gegenüber ebenso. Da habe ich jetzt einen einzelnen, das ist mir lieber. So. Okay. So, dann ist das jetzt erstmal fertig. Jetzt muss ich noch die Rübenschnitzelanlage anbinden. Das müssen wir da auch hinliefern. Da ist auch noch ein Einfahren nötig. Ah, das ist hier vorne, wie ich gerade sehe, oder? Ne, dort wird abgeholt. Anliefern ist... Okay, alles klar. Da können wir das hier machen. Das wird ja ganz einfach. Na gut, das andere war auch einfach. Es war auch nicht, überhaupt kein Problem. So, gehen wir es an. Gib mir noch einen. Gut. So, jetzt weiß ich nicht, wie der jetzt heißt. Das sollte ich erstmal nachgucken. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Wie heißt denn dieses Teil? Irgendwas mit Rüben. Rebhaus, Rebhaus. Hey. Nee, wahrscheinlich nicht mit R am Anfang. Hier ist schon die Spinnerei. Ach hier, Zuckerrübenschnitzelherstellung. Oder so ein langes Wort. Ha, okay. Zuckerrübenschnitzler schreibe ich dahin. Das sollte doch hochgehen. Zuckerrübenschnitzelherstellung. Na, mal gucken, ob es hinpasst. Zuckerrüben, Schnitzel, oh. Schnitzel, ja. Herstellung, Punkt. Anliefern. Ah, geht nur anliefern, A-N-L, das reicht mir aber. Da weiß ich Bescheid, das ist in Ordnung, machen wir das mal so. So, und dann führen wir den hier weiter. Gucken wir mal. Mittig bleiben. So, und dann kann ich den doch hier anbinden, dann kommt er hier wieder raus. Jo. Rechts rum, also links rum geht es ja sowieso nicht hier oben. Zu den Feldern muss er nicht, der muss nur in diese Richtung. Dann ist das gut so, wie es ist. So. Warum macht der mir so einen komischen Bogen? Wie hier ein bisschen schön. Komm mal ein Stück zurück.
Nehmen wir die mal weg, mal gucken, was dann passiert. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ja. So ist mir das lieber. So sieht es vernünftig aus. So. Hier hinten abholen werde ich wahrscheinlich nie. Wie gesagt, das geht auf Verteilen. Wenn es klappt, wenn nicht, muss ich abholen. Und da drüben die Rübeschnitzelanlage, also das stelle ich auch verteilen. So, da werden wir mal jetzt das Ganze wieder abstellen. Da wäre das schon mal erledigt. Jetzt muss ich nur mal noch gucken, ob ich den Anfang angebunden habe. Rübenschnitzelherstellung. Nee, noch nicht, siehst du. Das müssen wir noch machen. Gut, also dann von da nach hier. Und gegenüber ebenso. Das ist zu steil. Da müssen wir von hier aus gehen. Ja, das, das wird was. So. Alles klar. Gut. Dann hätten wir das. Da will ich mal den hier wieder parken schicken. Okay, und wir schalten mal durch. Warum fährt denn der hier oben rum? Wenn er zum Feld zurückfährt. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier, der wartet ja hier, dass die Wiese reif ist, damit er sie abernten kann. Da muss ich nochmal genau hingucken, was da ist. Warum der hier fährt. Das ist doch Humbug. Da habe ich irgendwo eine Anbindung, nicht so wie es muss. Jetzt fährt er so langsam da. Müssen wir uns mal reinsetzen. Was ist mit dem los? Du sollst zur Wiese 02. Habe ich die beide gleich benannt? Das könnte auch. Das würde mir ganz ähnlich sehen. Tatsächlich. Das hier ist die Wiese 01. Die habe ich noch nicht umbenannt. Halt. Du fährst da nicht drauf, da ist eine Schulen. Haben wir den Punkt gerade? Oh. Halt. Nö, 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 nö. Das ist die Wiese 01 und die habe ich noch nicht umbenannt. Das ist natürlich doof. Das ist wieder typisch Marietzel. War ja mal, wir hatten ja mal Feld Nummer 1 und da hatte ich das hier mit Nummer 2 bezeichnet, später umgeschrieben auf Wiese 02 und nicht, also es war ja ursprünglich mein Feld als erstes. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier hinkomme mit dem, ob ich das umbenennen kann. Da haben wir zwei Wiesen 02, das geht natürlich nicht. So, jetzt haben wir den Punkt. Das ist die 01. Umbenennen. Aha. Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das wüsste ich aber. So, komm mal her, mein Guter. Du hast vorne beim Fermenter abgeliefert. Und von da aus fährst du jetzt zurück zur richtigen Wiese 02. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Fermenter ist dort. Hier ist er lang gefahren. So. Jetzt müsste er von hier aus aber weiterkommen. Die 02. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Wir bleiben mal dabei. Das will ich jetzt wissen, dass das auch wirklich funktioniert.
Eigentlich könnten wir hier schon was reinschaffen. Mal gucken, wie viel noch auf der Wiese ist. Dann stelle ich das nachher gleich mal um. Aber erstmal schauen, ob sich das jetzt lohnt. Ich will die ja noch nicht in Bewegung haben. Noch nicht anschalten. Ich habe ja noch nicht alle Zutaten. Die Rüben müssen ja erst im Frühjahr gepflanzt bzw. ausgesät werden. Okay, das scheint hinzuhauen. Prima. Jetzt fährt er zur richtigen Wiese. Ja, haben wir es mal wieder. Der Fehler sitzt doch wirklich fast immer an der Tastatur, ne? Oh, der hat noch einiges zu sammeln hier. Da lasse ich den erst noch eine Fuhre zum Fermenter bringen. So. Ja, das müsste ja dann hier letzter Wegpunkt heißen, aber ich muss mich jetzt mal nicht einmal gucken, wo anfangen. Oh, das Untier hat sich wieder gemeldet, gerade eben. Muss ich da jetzt letzten einstellen? Jetzt habe ich das Ganze ja unterbrochen gehabt hier. Jetzt warte ich aber erstmal, ob er anfängt. Fahre zu Aufladepunkt. Na, mal gucken, wo er jetzt lang düst. Hoffentlich macht das. Jetzt hat er erstmal den Motor ausgestellt. Jetzt macht er erstmal gar nichts. Da sollte ich mal gucken, wo er aufgehört hat. Irgendwie. Ach, dort in der Reihe eventuell. Okay, ich greife mal ein. Und ich mache mal hier auf nahesten, wenn ich ihn jetzt hier selber dahin buxiere. So, du müsst hier hoch, mein Guter, guck. Da. Hier musst du weitermachen. So. Okay. So, das funktioniert. Dann lass mal den hier mal schön sammeln. Ich würde sagen, wir bleiben mal dabei. Mehr ist jetzt im Moment nämlich gar nicht zu tun. Und ich werde nachher sehen, dass ich vorwärts spulen kann. Die Zeit ist ja auch gleich um. Es lohnt sich also nicht, noch was anderes jetzt hier anzufangen. Wir gucken mal ein bisschen. Zumindest haben wir doch ein bisschen was geschafft. Die Wiese ist fast soweit abgearbeitet. Wir haben 216.000, sehe ich gerade. Wir haben Paprika verkauft. Da kann ich doch das Land hier kaufen. Na, das machen wir doch mal eben noch. So viel Zeit ist noch. Aber hallo. Sehe ich jetzt erst. Na, das ist doch mal was. Gucken wir mal, wenn ich das jetzt hier kaufe, das hier. Wo muss ich hin? Hier oben. Ja. Dann kaufen wir das mal dazu. Jawohl, bitteschön. Da haben wir jetzt nämlich nicht mehr angemeckert und beim nächsten Mal wird das Teil hier mitgemäht, was jetzt die ganze Zeit noch außerhalb von unserem Territorium lag. Da muss ich dann natürlich hier die Fanglinie, die jetzt hier oben lang verläuft, dann hier außen lang führen, ganz klar. Oh, jetzt werden wir nicht mehr angemeckert, wenn er da lang fährt. Und 131.000 haben wir immer noch und beim nächsten Mal, wenn wir verkaufen, gibt es wieder Geld. Also so langsam, aber sicher geht das jetzt hier los mit dem Geld verdienen. Dann muss ich das nur noch richtig in die Gänge leiten, dass das dann funktioniert mit der Düngerherstellung und dem Verkauf desselben und dann geht's aufwärts. Freue ich mich. Haben wir einen ziemlichen Schritt geschafft. Aber ja, es hat doch eine ziemliche Anlaufzeit gebraucht, um so weit zu kommen.
Macht aber Spaß. Wenn etwas zu einfach, zu leicht geht, und da ist ja dann kein Biss drin, da, ich weiß nicht, also das ist nicht so ganz meins. Das wird nämlich langweilig, wenn alles immer so schön klappt und keine Problemchen auftreten. So ein paar Hindernisse, die sich einem in den Weg stellen, sind schon ganz angenehm, finde ich. Da hat man was zu überlegen, was zu regeln, was in die Reihe zu kriegen, und dann macht das doch erst richtig Spaß, ne? So, meine lieben Zuschauer, die Zeit ist um. Der hat jetzt auch der Licht an, wie man sieht. Es dauert nicht mehr lange. Also wenn der fertig ist, werde ich vorwärts spulen. Und dann sehen wir uns im November wieder. Ich springe jetzt mal ab. Da muss ich mir dann aber was anderes anziehen. Oh, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Eieiei. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich dann jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Und ich freue mich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video. In dem Sinn sage ich jetzt erstmal tschüssig für heute. Macht's gut. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Eure Maritzel.